Es ist längst eine feste Tradition. Einmal im Jahr gibt sich das Brandenburgische Konzertorchester Eberswalde die Ehre und gibt ein großes Open-Air-Gratiskonzert in Elsterwerda. Nachdem es im vergangenen Jahr auf dem Gelände des Miniaturenparkes stattfand, wurde in diesem Jahr wieder der zentral gelegene Marktplatz als Veranstaltungsort ausgewählt. Liebes Publikum, dieser besondere Abend in Elsterwerda ist für uns alle ein Geschenk. Wir dürfen in Frieden einfach genießen, wir dürfen tanzen, wir dürfen singen. Und ich freue mich, dass Sie heute Sorgen und zermürbende Nachrichten einfach mal ganz weit weglassen. Schön, dass Sie heute unsere Gäste sind. Es ist uns eine ganz, ganz herzliche Freude, eines der großartigsten Orchester dieses Landes bei uns zu Gast zu haben. Hier in Elsterwerda begrüßen wir ganz herzlich das Brandenburgische Konzertorchester Eberswalde unter Leitung von Urs Michael Theus. Herzlich willkommen. Besonderer Ehrengast des Abends war Martha Klugas. Sie konnte Ende April ihren 100. Geburtstag feiern und wurde auf das Herzlichste begrüßt. Und Sie haben in Ihren Jahren, wo Sie 100 werden durften, dieses Städtchen im Herzen. Und darauf bin ich so stolz und ich freue mich, dass Sie heute hier sind. Und Sie sehen klasse aus. Ich freue mich einfach. Herzlich willkommen, Frau Klugas. Herzlichen Glückwunsch. Musikalisch umfasste der Abend einen breiten Mix von leichter klassischer Musik bis hin zu Evergreens und Schlagerhits der 1920er Jahre. Walzerklänge, Filmmusik und Musical-Ohrwürmer waren ebenfalls dabei. Als Solisten waren dieses Mal Barbara Ewald, Sopran, und Markus Vollberg, Bariton, mit von der Partie. Und voller Wut schrie ich wie toll! Mit über 800 Gästen konnte am Ende ein neuer Besucherrekord verzeichnet werden. Rege genutzt wurde außerdem der eigens eingerichtete Bus-Shuttle aus den Stadtteilen ins Elsterwerdaer Zentrum. Bevor es im Sommer des kommenden Jahres erneut ein Open Air geben wird, lädt das Brandenburgische Konzertorchester noch zu zwei weiteren Konzerten nach Elsterwerda ein. Am 1. Oktober zu einer musikalischen Weltreise und am 17. Dezember zu einem klassischen Weihnachtskonzert. Beide Konzerte finden dann im Saal des Stadthauses statt.